Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr ist in der Vorweihnachtszeit nur eins angesagt. Stress, Stress, totaler Stress, pur, was kaufe ich denn den Leuten? Ich muss ja irgendwas verschenken. Hier, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir helfen euch so ein bisschen, indem wir einfach unsere persönlichen Geschenketipps geben. Aber ich mache das jetzt nicht, sondern ich habe hier extra eingeladen, die Franzi, und die ist ihres Zeichens beim Elbenwald Master Shop Development Manager of the World. In the Universe. Habe ich den Jobtitel richtig ausgesprochen? Generell schon, aber eigentlich auf Deutsch heißt es einfach nur Vertriebsleiter. Na egal, Franzi, was sind denn jetzt deine Geschenketipps für Weihnachten? Also, ich habe mir drei unterschiedliche Produkte rausgesucht, weil ich dachte, ein bisschen Abwechslung tut gut. Zum einen dieses wunderschöne Zelda Wind Waker Shirt, weil das Spiel ist für die Wii U rausgekommen in HD. Und der Wind Waker Teil auch einer meiner Favoriten ist. Ich mag einfach diesen Cell Shading Chibi Link ganz gerne. Dir ist aber bewusst, dass viele Leute das nicht mögen, ne? Das Cell-Shading. Ich weiß, aber ich bin ein sehr großer Fan davon. Bist ja ein Mädchen. Genau. Und große Augen und kleine blonde Jungs, die gehen immer ganz gut. Es glitzert ein bisschen, auch ganz wichtig für Mädchen. Und Link in voller Action vorne drauf, das passt schon. Sehr gut. Okay, und was hast du noch mitgebracht? Und dann habe ich mir noch ausgesucht, aus aktuellem Anlass, die Keep Calm and Kill Zombies Tasse, weil die 5. Staffel Walking Dead gerade angefangen hat und ich auch ein sehr großer Fan der Serie bin und die 5. Staffel toppt alle Erwartungen momentan. Wer Fan ist von Daryl Dixon, und ich glaube, das trifft auf 50% der weiblichen Bevölkerung zu, der sollte sich so ein schönes Accessoire nicht entgehen lassen. Okay, was hast du noch mitgebracht? Also jetzt kommt mein Highlight-Produkt. Es ist der kleine, kleine Banta aus Plüsch. Und der ist einfach so toll, weil einmal der grinst ganz toll, er ist so flauschig und man kann ihm ganz unterschiedliche Frisuren machen. Man kann, wenn man will, auch eine Haarspange ins Haar machen. Und man kann den Banta verzieren, wie man möchte. Und er ist wie ein kleiner Hund. Wusstest du, dass man diese Bantas dadurch auseinanderhalten kann, ob sie männlich oder weiblich sind, je nachdem, wie oft sich das Horn rollt? Und jetzt gibt es noch so eine Insider-Geschichte. Bei dir ist das gar kein Banta, sondern irgendwas anderes, oder? Ja, ich nenne ihn meinen Prinzessinnenhund. Erklär doch mal, warum das der Prinzessinnenhund ist. Es ist eine Prinzessin gefangen im Körper eines Hundes. Warum habe ich vergessen? Silvio. Das ist ein schönes Schlusswort.